Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Adam Jensen. Ich treibe mich immer noch bei der Konkurrenz herum und habe gerade eine Schublade entdeckt. Ah, cool. Wir sollen die Vorstandschefin für dich zumachen, der Konkurrenz von Taeyong Medical mal zu gewissen Vorgängen befragen. Da kommt er gerade um die Ecke. Man sieht die Jungs auf dem Radar. Er scheint ziemlich schwer bewaffnet zu sein. Und ich denke, wir werden die ausschalten müssen. Ja, wir müssen da durch, ne? Und hier in dem Bereich irgendwie patrouillieren die beiden. Wir könnten uns vielleicht hier rumschleichen. Aber warum, wenn wir die Typen ausschalten können? Wozu sollen wir uns die Mühe machen? So, wir schauen mal, was es hier gibt. Ich hoffe, die kommen nicht hier hinter. Ja, schlampig. Ich mag die Systeme, wo man sich einfach in den Sicherheitsknoten reinhacken kann. Wenn man da auf halbem Weg bis zu dem vorgestoßen ist, dann Access blub, granted. hat man eigentlich schon gewonnen. Ein Stoppwurm haben wir bekommen. Können die uns sehen, wenn wir hier drin sind? Ah, Elektroschockpfeile. Sehr cool. Dass sie hier alle Munition in ihren Schreibtischen rumzuliegen haben. Bisschen verdächtig. Ach, hier sind so Rollos, das heißt, beziehungsweise Jalousien. Und hier ist der Sicherheitshub. Ah, cool. Dann wollen wir mal schauen, worauf wir hier alles Zugriff haben. Schon wäre so schlampig. Unglaublich. Als wenn die wollen, dass man hier einbricht und deren Sicherheitssystem lahmlegt. Access Upp. granted. 100 Credits, 200 EP. Roboter. Ah, hier gibt es einen Roboter und eine Kamera. Da können wir noch mal gucken. Ich denke, wir sind hier hinten in dem Raum, ne? Hier sind diese Jalousien. So, und jetzt müssten wir eigentlich zumindest von der Kamera her freie Bahn haben, um die Typen auszuschalten. Wo ist der zweite? Ganz da hinten. Ah, da kommt er gerade zurück. Mal sehen. Ich werde versuchen, hier um die Ecke zu kommen, denke ich. Und da muss ich mal schauen, wie, wo, wann ich die Typen am besten ausschalten kann. Der andere guckt gerade genau in unsere. Oh, der kommt sogar zu uns gelaufen. Jetzt steht er. Mal sehen, wenn er da um die Ecke gegangen ist, dann können wir vielleicht folgen, wenn der andere Typ gerade da hinten beschäftigt ist. Wow. Das war zu langsam.
Da ist er. Ja, such mal. Bloop. Ja, das lief nicht ganz nach Plan. Muss aber reichen. Ja, nehmen wir. Was? Ich hab doch schon eine. Stacken die nicht? Ach, Granaten stacken immer nicht, ne? Schmeißen wir halt noch so ein Bier weg. Ein PDA. Schauen wir mal. Ah, das kann man schon. Neues Passwort. Bitte beachten Sie, dass das aktuelle Passwort für das Sicherheitshub der Geschäftsleitung im Sicherheitsraum der Geschäftsleitung Pangu Tim. Achso, Pangu TYM lautet und der neue Benutzername ist Geng Li. Gut, sehr schön. Ja, gut, also das war jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber ja, war es nicht. Die nächsten drei Jahrzehnte in guten wie in schlechten Zeiten. Das Grauen des Ausbruchs der malaiischen H5N1-Virusvariante 2018, weniger als ein Jahrzehnt nach der Schweinegrippe-Pandemie von 2009/2010, war der Welt ein deutliches Zeichen dafür, dass die Menschheit trotz aller medizinischen Fortschritte vor Seuchen genauso wenig geschützt war wie zu Zeiten der Schwarzen Pest oder der Spanischen Grippe von 1918. Die Wissenschaftler behaupten zwar, sie seien der Entwicklung von Heilmethoden für Krebs, das AIDS, HIV-Virus sowie andere Krankheitserreger näher als jemals zuvor, und wir könnten guter Hoffnung sein, diese Killer innerhalb der nächsten 30 Jahre auszurotten, aber wir dürfen nie vergessen, dass unsere sich stetig verändernde Welt immer neue Varianten alter Pandemien hervorbringt und unsere Spezies niemals wirklich sicher vor den Gefahren neuer und bisher nicht aufgetretener Virusformen sein wird. Jo. Gut zu wissen. Ja, hier hätten wir auch durchgehen können. Oh, hier plätschert ein bisschen Wasser. Mehr Elektroschockpfeile nehmen wir mit. Marketingkampagne, ja, schauen wir mal. Wir haben im letzten Jahr unsere Präsenz in mehreren zentralen Märkten erfolgreich gesteigert, besonders in Schwarzafrika und Lateinamerika, wo wir vor ein paar Jahren noch fast völlig unbekannt waren. Aber die Zielvorgaben, auf die sie besteht, sind extrem hoch. Ich denke, wir müssen einen aggressiveren Marketingplan verfolgen, wenn wir sie erreichen wollen. Ciao. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, warum die so versessen drauf sind, möglichst den alle Märkte zu dominieren. Vielleicht wollen die wirklich mit ihren Chips irgendwie, vielleicht verfolgen die ein höheres Ziel und wollen mit ihren Chips irgendwas machen. Und die erste Testgeneration davon könnten ja zum Beispiel diese Nervenschnittstellen-Chips sein, die sie an die Limp-Leute geschickt haben. Ich vermute, da ist noch irgendwas Großes im Busch. Stimmt, trotz unserer Bemühungen bleiben uns einige zentrale Märkte weiterhin verschlossen und ich bin nicht scharf darauf, dass Miss Zhao bei unserem nächsten monatlichen Treffen zu erklären, warum das so ist. Wir müssen unsere Taktik besprechen. Ich berufe sofort eine Sitzung der Marketingabteilung ein. Liu. Also die wirklich, ne? Expandieren so aggressiv. Ohne Sinn und Verstand. Und ja, wir sehen ja, die Produktion, die Qualität der Produktion leidet ja schon darunter. Aber das scheint irgendwie so gewollt zu sein, dass sie, ne? Wachstum um jeden Preis, also Marktanteil, Wachstum, eine Marktausbreitung erreichen, warum auch immer. Keine Ahnung. Ergibt eigentlich so geschäftsmäßig keinen Sinn, wenn dann der Ruf so extrem leidet, weil man nur noch Ausschussware herstellt. Neue Anmeldeinformation. Achtung, aufgrund von Handlungen eines ehemaligen Mitarbeiters sind wir gezwungen, universelle Reparaturen an unserer Firewall und unserem Kommunikationsnetzwerk vorzunehmen. Ab morgen müssen Sie die folgenden Anmeldeinformationen verwenden. Hatan Sixiron ist das Passwort. Aus Sicherheitsgründen sind Ihre aktuellen Anmeldedaten ab heute Nacht 0 Uhr nicht mehr gültig. Die neuen Anmeldeinformationen sind streng geheim und müssen vertraulich behandelt werden. Geben Sie sie auf keinen Fall weiter. Okay. Hm.
neuer Biochip. Ah, hier haben wir es nämlich noch. Tang He hat geschrieben, ich habe gerade den neuen Nervenschnittstellen-Protochip erhalten, den das Penthouse geschickt hat. Wo um alles in der Welt hat sie dieses Ding her? Soweit ich das beurteilen kann, ist er allem, was unseren Forschungsteams bisher produziert haben, um Lichtjahre voraus. Sind Sie sicher, dass sie den Chip direkt in die Fertigung schicken will, ohne dass die Forschungsabteilung ihn sich zuerst ansieht? Kanji und seine Jungs könnten jede Menge lernen, wenn sie ihn zurückentwickeln. Okay, und das ist dann wahrscheinlich der Chip, den Megan und ihr Team entwickelt haben, wo auch immer die festgehalten werden. Das werden wir hoffentlich gleich rausfinden. Ja, und Zhang Lili hat geschrieben, kommt nicht in Frage. Sie hat mir selbst gesagt, dass nur sie, Hui und die von ihm ausgewählten Arbeiter in der unteren Fabrik den Chip sehen dürfen. Wählen Sie ein gutes Team. Es geht hier um einen gewaltigen Eilauftrag für Limp. Wir dürfen uns keine Ausschussteile erlauben. Lili. Ja, komisch, ne? Die haben es auf einmal richtig eilig. Und die sind ja auch der Konkurrenz mit diesem Chip-Design, wenn das tatsächlich der Chip ist, den Megan entwickelt hat, um Lichtjahre voraus, ne? Und da müssten sie es eigentlich gar nicht so eilig haben, den auf den Markt zu bringen. Haben sie aber irgendwie. Und ich frage mich, warum die so ein enges Zeitfenster empfunden haben oder sich selbst setzen nur. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas geht vor. Wir werden hoffentlich herausfinden, was. Und wenn es etwas Fieses, Böses, Gemeines und Niederträchtiges ist, wie ich vermute, werden wir das hoffentlich auch verhindern können. Die haben alle ihr Kantinengeld hier liegen lassen. So, hier geht es wahrscheinlich auch wieder um den Chip, oder? Nee, geht's nicht. Die Chance ihres Lebens. Hey YB, ich hatte gestern Nacht einen spontanen Einfall. Zhao will, dass wir die Produktivität der Fabrik verbessern, richtig? Und die meisten, die da unten arbeiten, wollen unbedingt nach oben versetzt werden. Warum versprechen, in Anführungszeichen, wir also nicht einfach, dass wir den Traum wahrmachen? Wir verschicken eine interne Mail zum Beispiel. Die Chance ihres Lebens. Sie träumen davon, ein neues Leben in Upper Hengshar zu beginnen, wo die Luft rein ist und ihnen alle Möglichkeiten offen stehen. Taiyong Medical bietet ihnen jetzt die Gelegenheit, in Upper Hengshar zu leben. Jede Abteilung wählt jeden Monat den Mitarbeiter aus, der die Qualitätsstandards von Taiyong Medical am besten umsetzt. Die Leute kommen dann in einen Lostopf, aus dem der glückliche Gewinner gezogen wird, der nach Upper Hengshar darf. Denken Sie daran, bei Taiyong Medical werden gute Leistungen belohnt. Wenn wir tatsächlich jemanden gewinnen lassen, müssen, was soll's? Wir können ja einfach noch ein paar Testsubjekte holen, oder? Was? Können ja einfach noch ein paar Testsubjekte holen. Sollen die dann verschwunden werden? Wenn er gewinnt, wird er verschwunden und für irgendwelche Tests benutzt. Habe ich das gerade richtig interpretiert? Ich glaube, da hat leider die Übersetzung ins Deutsche aus dem Englischen etwas gelitten, beziehungsweise den Kontext ein bisschen schlecht transportiert. Deswegen lieber auf Englisch spielen. Beziehungsweise in der Originalsprache, wenn es geht. Und die ist ja für solche internationalen Titel meistens Englisch. Hier wieder schlampig gesichert. Super geiles System. Man kommt über 3 Einserknoten direkt an den Sicherheitsknoten ran. Access granted. Super geil. So, wir schauen mal. Anwen Hulin, Gary Brasseur, okay, von Panchaya. Ach, das Panchaya-Projekt ist ja das Ding, was da in der Arktis entwickelt wird gerade. Ne? Unterstützung beim Hiron-Projekt. Wenn bei der Interpretation wichtiger Designelemente im Panchaya-Bauplan eher allgemeiner Überblick des Drohnenanzugs, okay, Drohnenanzug, sollen da Leute zu Drohnen gemacht werden, also ferngesteuert quasi. Die Technik scheint ja vorhanden zu sein. Ja, das haben wir an dem Hacker gesehen. Gibt es Unklarheiten? Das führt dazu, dass die im Kern der Installation eingesetzten Drohnenelemente schneller verschlissen werden, als wir es gerne hätten. Können Sie uns den ursprünglichen Designer ein paar Tage in die Arktisstation schicken, damit wir uns mit ihm beraten können? Wir organisieren den Transport. Gary Brasseur, leitender Konstruktionsingenieur Panchaya.
die im Kern ja Drohnenelemente, keine Ahnung. Also wir haben ja gehört, wenn man da arbeiten möchte auf der Baustelle, muss man augmentiert sein. Und wenn die den Leuten dann quasi so einen Drohnenchip einsetzen, und das könnte natürlich auch der neue Nervenschnittstellenchip sein, den von dem hier die ganze Zeit der Rede ist, das könnte auch so eine Art Fernsteuerungschip sein, mit dem man aus Menschen, ja, indem man quasi menschliche Drohnen erschafft. Und die Drohnenelemente könnten ja dann die angeheuerten Arbeiter sein, die halt auch, weil das ja wahrscheinlich extrem widrige Arbeitsbedingungen sind, so ein Chip drin haben. Ne? Und wir haben es ja gerade gehört, ne? Die versprechen den Leuten super Chancen, super Arbeit, wenn sie das machen, was sie wollen, und hintergehen die im Prinzip total. Damit scheinen die hier keine Probleme zu haben. Und das könnte natürlich auch sein. Ne? Wir haben ja gehört, ja, wer in Pangea arbeitet und da augmentiert ist, dem geht super gut, tolle Arbeitsbedingungen, super Lohn. Und ich glaube, die Leute werden da tatsächlich als ja, Drohnen ausgenutzt im Endeffekt. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre natürlich ein ziemlicher Kracher. Ja, Zugangscode, Büro der Geschäftsleitung. Aha, bitte beachten Sie, dass der aktuelle Zugangscode für das Büro der Geschäftsleitung im offenen Bereich 2967 lautet. Ja, das dürfte wahrscheinlich für dort sein. Und der offene Bereich, ne, hier, sieht ziemlich offen aus. Könnt ihr hinhauen. Ja, also irgendwas richtig, richtig Großes ist hier gerade am Köcheln. Und das scheint auch viel größer zu sein als als bisher angenommen. Ne, die arbeiten an irgendwas, die arbeiten mit Zeitdruck an etwas und die gehen dafür über Leichen und alles. Also ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, so langsam kommt die die Kacke ins Köcheln, sage ich mal. Wir wissen noch nicht, wie stark sie dampft oder ob sie schon den Ventilator getroffen hat. Sources close to the multinational giant inform me that it has successfully purchased rival corporation Enprotech of Scotland. Enprostock had taken a dip earlier. Ja, und wie hängt Eliza Kassan damit drin? Ist es überhaupt, ne? Eliza, sie wird genauso geschrieben, wie die Eliza, über die sich die Leute hier unterhalten haben. Okay, kann ich das mal? Danke. Er schaut da hinten auf die Tür. Da sind mehrere Überwachungsmonitore. Ja, der schaut auf die Tür. Und ich sehe keinen alternativen Zugang. Das scheint also hier die... Ist das ein normaler Sicherheitsmann oder ist das einer... Nee, das ist keiner von diesen Elite-Söldnern. Ah, da müssen wir uns vielleicht mal was einfallen lassen. Wie wir den Typen abgelenkt bekommen. Da ist der Sicherheitsraum. Okay. Hier haben wir einen Serverraum. Aha. Oh, hier gucken direkt zwei Leute von der anderen Seite auf die Tür. Hey, what would happen with the boss at the hive? Did he choke out another big mouth? Of course, chicken. So we're strolling through the hive and this broad starts laughing at the boss's humor. Like she's never seen a bell tower guard before. Boss is already pissed off about what happened at the capsule hotel. So he gives her the stare of death. Boy, do I know that stare. Yeah. So the chick's boyfriend starts acting all tough and gets in his face for disrespecting his girl. So what does Khan do? He grabs both their heads and slams them into the bar. Bam! Nothing but blood and screams, man. Blood and screams. Okay. Und der Ausgang... So, wir könnten jetzt natürlich auch eine Gasgranate hier reinpoppen. Wir können die nicht gleichzeitig ausschalten, ne?
Ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen zu früh reingegangen. Aber es hat ja geklappt. Ah, da steckt noch der Pfeil in ihm. Sehr cool. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, dieses Detail. So. Das hätte also geklappt. Die Sicherheitszentrale gehört uns. Ja, stacken nicht. Schmeiß ich ihn weg. Ja, schmeiß ich hier noch zum Bier weg. Wir könnten uns auch einfach ein größeres Inventar holen. Achso, dann machen wir es einfach nur wieder zu. Ich habe nicht richtig hingeguckt gerade. Ja, aber funktioniert doch alles ganz wunderbar hier. Also mit der richtigen Ausrüstung und so, ne, und wenn man ein bisschen weiß, wie das wie das Spiel funktioniert, dann stellen die Gegner hier tatsächlich kein Hindernis mehr dar, obwohl die natürlich super hart zuhauen. Da hätte ich mir das gewünscht, dass wir mit den Patrouillen wegen Blickfeldern und so ein bisschen mehr gespielt wird. Dass es nicht ganz so einfach ist, sondern man ein bisschen überlegen muss. Zugangscode Büro der Geschäftsleitung. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugangscode zum Büro der Vizepräsidenten für geschäftliche Angelegenheiten geändert. Er lautet jetzt 3090. Dieser Code ist bis zum Ende des Monats gültig. Okay, die wechseln also monatlich. Das ist okay. Das ist halbwegs sicher. Kriegen wir die Tür gar nicht auf? Okay. Ja, weil das hier die Tür ist, das andere ist nur ein Sichtfenster. Hehe. Was denn das da hinten? Ach, das sind alles Bioprothesen, ne? Na klar, hier auch. Da haben wir nur nicht geguckt, weil hier hinter ein Typ steht. Aber ich kann hier auch tatsächlich nicht irgendwie ja, ein Fenster einschlagen oder sowas, ne? Wir haben ja das Wandzerstörungsimplantat im Arm. Und wir können es aber einfach nicht einsetzen, weil wir keine Gelegenheit dazu bekommen. Ach, das ist ja offensichtlich für einen etwas größeren Walker. Da hinten ist eine Kamera. Die Kamera kann natürlich durch die Tür gucken, okay. Waren wir das gerade? Nee. Wir haben doch hier nicht so einen Lärm gemacht. So, hier hinter, also der Sicherheitstyp, glotzt direkt auf die Tür. So, wir laden erstmal nach. Dann kümmern wir uns mal hier drum. Hier schreit irgendjemand rum, oder? 3, 4, 2. 4, 3, 2. Das macht keinen Unterschied. So, okay. Gruselmusik. Wir schauen mal. Beleidigungsmelder.
Was? Ach, Beileidsbekundungen von TYM. Bitte informieren Sie Miss Zhao, dass Ihre Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Serif Industries, die jüngsten Rückschläge zu kompensieren, gänzlich unbegründet sind. Okay. Mr. Serif gedenkt sein Unternehmen weder jetzt noch in Zukunft an Taeyong Medical zu veräußern. Okay. Wir möchten Sie und Miss Zhao da höflichst darum bitten, alle diesbezüglichen Anfragen umgehend einzustellen. Andernfalls sieht sich Mr. Serif gezwungen, seinerseits entsprechende Schritte einzuleiten. Hochachtungsvoll, Athene Margulis, Assistentin der Geschäftsleitung Serif Industries. Okay. Also, was ist hier? Theo Deming hat an Zhao Yunru, also die Geschäftsleiterin, und das hier scheint also ihr Büro zu sein, geschrieben. Madam, ich habe eine Antwort erhalten, aber es bleibt alles, wie es ist. Möchten Sie, dass ich mit den Aktionären Kontakt aufnehme? Theo Deming, VP, geschäftliche Angelegenheiten, Taeyong Medical. Nein, unternehmen Sie nichts. Der Mann ist stur, aber er ist zu knacken. Momentan vertraut er voll und ganz auf seine Verbindungen. Diese Idioten in Washington, die seine Forschung finanzieren. Nehmen Sie sie ihm weg und untergraben Sie Ihr Vertrauen in ihn. Dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu verkaufen. Ich melde mich bei Ihnen, wenn die Zeit reif ist. Sie. Okay, also da ging es gerade um David Serif. Serif Industries scheint also das nächste Ziel zu sein, das akquiriert werden soll. Interessant. So, und hier müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Und ich habe mich für die einfache Variante entschieden. Gegen einzelne Gegner ja auch durchaus funktioniert. Hat er, der Typ kam ganz schön schnell da an, ne? Auch ohne was zu sagen, kam da einfach so leise angeschlichen. Oh, Baseballschläger, interessant. Na, Stufe 4, okay. Da schauen wir doch direkt mal. Okay. Puh. Der Spammer dürfte den Knoten hoffentlich ein bisschen langsamer machen. Oh, wir sind gar nicht aufgeflogen. Jetzt aber. Na komm schon. Access denied. Oh fuck. Ja, da konnte ich nicht, ne? Da war ein Stück Hut im Weg. Und deswegen konnte ich da gerade nicht hacken. Das war ein bisschen blöd. Ansonsten hätten wir es geschafft, denke ich. Vielleicht. Mit Stoppwürmern. Ja, und hier die Systemsperrung auch vollkommen überflüssig, ne? Wenn man soweit ist, dann hat man schon alle Wachen ausgeschaltet. Oder zumindest alle, die stören könnten. Der geht hier ganz schön schnell zu Werke. Kriegst du den bitte? Warum kann ich den nicht hacken? Access granted. Ah doch, macht er schon, okay. Also ein Nuke-Virus und ein Stoppwurm, sehr schön. Statusbericht von Kelly J. an Nahari Khan. Sir, wir haben das Gebäude abgeriegelt, aber der Proband ist entkommen. Wir haben außerdem einen versteckten Raum in dem Apartment gefunden und uns Zugang zu diesem verschafft. Wir warten darauf, dass D-Sec die Hardware hackt. Bis dahin führen wir eine Tür-zu-Tür-Untersuchung der Umgebung durch. Der Proband und einen versteckten Raum. Das könnte Windmills Apartment sein. Unsere Informationen weisen darauf hin, dass der Proband vielleicht untergetaucht ist. Die örtlichen Triaden könnten eine mögliche neue Informationsquelle sein. Tong, um genauer zu sein. Wir erwarten weitere Befehle. Ja.
Scheint so zu sein, ne? Zhao Junru hat eine Nachricht von Nahari, der ist hier der Sicherheitschef von TYM, anscheinend bekommen. Madam, der Barbesitzer wusste nichts, aber ein Stück Abschaum im Huanghua Hotel war gesprächiger. Die Triaden verstecken unseren Freund in den Alice Garden Pots, es könnte blutig werden. Haben wir Erlaubnis, alle Mittel einzusetzen? Ja, Erlaubnis erteilt, er stellt ein Risiko für meine zukünftigen Pläne dar. Finden Sie und eliminieren Sie ihn. Zhao. Ja, hier geht es offensichtlich um Windmill. Postfach, ja, okay. Interessiert keine Sau. Ja, und Nahari Khan hatten wir ja schon mal betäubt. Diesmal haben wir ihn K.O. geschlagen. In den Alice Garden Pots, ne? Da hatten wir ihm einen Betäubungspfeil in den Hintern geschossen. Ich weiß gar nicht, wo wir ihn getroffen hatten. Der Roboter? Wieso ist denn der... Wieso? Shit, wir müssen hier weg. Wieso guckt denn der Roboter hier rum? Den hatten wir doch deaktiviert. Hat er sich aktiviert, als wir eine Harikan ausgeschaltet haben? Fahr hier um die Ecke, fahr um die Ecke. Okay, alles klar. Nichts wie in die Sicherheitszentrale. Und den blöden Roboter deaktivieren. Ach, hier können wir den gar nicht deaktivieren. Shit, wo können wir den deaktivieren? Wo war das Sicherheitsterminal? Ach, wahrscheinlich als du gerade den Hackversuch, dass der gescheitert ist, haben wir den wahrscheinlich alarmiert, oder? Das ist ja mal richtig scheiße gerade. Ja, besonders, weil ich auch keine Ahnung habe, wo man den deaktivieren kann. Puh. Hier vorne könnten wir den vielleicht deaktivieren. Aber ja, das ist wahrscheinlich der gleiche Roboter, ne? Oh Leute, ich sag's euch. Ja, wir probieren das mal beim nächsten Mal. Für heute gucke ich auf die Uhr, stell fest, es ist schon wieder soweit. Ich danke euch fürs Zugucken, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, habt noch Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.